Und damit sind wir wieder hier bei Watch Dogs, genau an derselben Stelle, und betreten jetzt das Haus. YouTube-Crawler betritt das Haus. Badabam. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber... Ja, du warst böse. Ich war echt böse. Und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nikki an. Ich weiß noch, du und Mommy wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht. Aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Telefon! Kann ich dich jetzt hacken? Ach, ehrlich? Nein, nein, ich will sie nicht unterbrechen. Wer ist denn da? Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt Sie? Ich weiß nicht, was daran komisch ist, aber die Polizei wird sicher nicht darüber lachen. Okay. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Hören Sie? Gehen Sie raus. Treffen Sie Leute. Leben Sie. Rufen Sie mich bitte nicht mehr an. Wie ruhig sie dabei bleibt. Was sagten Sie? Ja. Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Alter. Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nikki? Okay. Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nikki, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Dann erstmal würde ich sagen, tschüss. Wo ist mein Wagen? Am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Lol. Da bist du ja. Okay. Mist. Er will abhauen. So, jetzt müssen wir aber Gas geben. Das ist meine größte Angst. Dass meine Familie wieder bedroht wird. Okay, jetzt hier aber Dampf. Oh fuck! Alter Vater, das ist teilweise so übelst schwer zu fahren hier, weil der einfach so extrem reagiert ab und zu. What the fuck? Okay, das war geil. Ja. Okay. Tut mir leid, hab überreagiert. Du machst mich manchmal echt wahnsinnig. Aha. Komm zurück, okay? Ich verspreche, ich flipp nicht wieder aus. Aiden? Du verfolgst diesen Spinner, oder? Du verfolgst ihn also gerade. Das glaube ich ja nicht. So, ist das nicht. Hör auf, den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? So. Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Ah!
ja, kann ich ja kaum glauben, dass Sie mich für einen Telefonstreich bezahlen. Nikki Pierce, ja? Ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Ah, aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Okay. Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nikki zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Zurückverfolgen. Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauche die CTOS-Hacks. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. So, gerade eben ist mir die Aufnahme einmal kurz abgeschmiert. Wir sind jetzt wieder bei der Verfolgung bei. Oh. Das ist meine größte Angst. Oh nee, das wollte ich nicht. Ach Gott! Ich guck nur noch auf die gegnerischen Wagen und fahr einfach mal voll in den anderen rein, okay. So, mal gucken, ob wir ihn diesmal eventuell sogar deutlich früher ausschalten können. Vielleicht klappt es ja. CTOS nicht verbunden. So, wir verfolgen ihn jetzt wunderbar. Ja. Tut mir leid, hab überreagiert. Du machst dich manchmal echt wahnsinnig. Aha. Komm zurück, okay? Ich werde dich nicht mehr glauben. Du verfolgst diesen Spinner, oder? Du verfolgst ihn also gerade. Das glaube ich ja nicht. So ist das nicht. Hör auf, den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Oh! Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nikki zu belästigen. Oh ja. Wer würde für so etwas bezahlen? Scheiße, scheiße, scheiße! Verdammt! Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauche die CTOS-Hacks. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hacke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DedSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Oh ja. Ich pass doch auf. Ich kann ja mal zum Geldautomaten jetzt. Ich habe Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Wir sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Ja, ja, ist ja gut. Das ist ein Telefon. Travel. Wo ist denn hier ein blöder Automat? Ah, okay, gucken wir uns hier mal um. X. Wegmarkierung. Gesetzt, um den Typen zu suchen. Aber ich will gerne nochmal... Das ist doch... Ja, schon mal ein Spur in der Nähe. Ah, da. Okay. Wie man spielt, sammeln Sie die Spur aus Gottmünzen ein. Okay. Oh, okay. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
jetzt einfach mal den anderen Scheiß, darf ich wahrscheinlich nicht berühren. Oh Gott, oh Gott. Oh. Wow. Oh. Wie lang noch? Wie lang noch? Nein, 5 Sekunden schneller und ich hätte Goldmedaille. Naja, egal, Ben. So, können wir hier runterjumpen? Ja. Au. Oh, wunderbar, warte mal. Du bleib mal stehen. Raus! Ich muss hier mal ganz kurz. Ich stoppe immer die Songs wegen GEMA-Rechten, bla bla. Mal gucken, ob wir es hinkriegen, das Verbrechen zu stoppen. Oh, alter Vater. 3 Jahre sind seit Eröffnung der ersten CTOS-Station vergangen. Seit einem Jahr arbeitet das System stadtweit. Okay. Bei der Planung des CTOS behauptete Blum, ihr neues Netzwerk würde den Chicagoern $800 pro Haushalt sparen. Nach gut einem Jahr des Betriebs liegen nun Zahlen auf dem Tisch. Im letzten Jahr haben die Haushalte im Schnitt etwa $350 gespart. Obwohl dies nicht mal der Hälfte der Vorhersage entspricht, sagt Blum, dass dank des CTOS immerhin alle Familien etwas gespart hätten. Die Teile, die Wagen hier beschleunigen, aber echt heftig, ey. Das ist echt geil. Oh, die hab ich umgenietet und auch getötet. Das tut mir leid. Das war nicht mein Ziel. Ich suche einen aufgegebenen Fluchtwagen. Die Cops werden auch danach suchen. Ich sollte Schleichwege und Seitenstraßen benutzen. Okay. Rennen wir erstmal darüber. Wir müssen ja nicht immer nur die Hauptmission machen. Wir können ja auch immer Nebenmissionen ab und zu machen. Kommt in den Cops. Wunderbar. Oh, fuck. Verstanden. Ein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Oh, fuck. Den Weg hier. Ah! Du scheiß Baum kann man doch wohl durchfahren. Nein, fahren Sie rechts ran. Sie haben ihn. Ich hab Probleme. Alter Vater, was geht? Ich glaube hauptsächlich eigentlich nur Glück, dass ich das überlebt habe, ey. Aller Vater, jetzt muss ich hier aber durchhämmern. So, auch kompliziert hier zu fahren, ey. Fies. Und
das haben wir erstmal geschafft. Fürs Erste. Gleich sind wir raus. Bleib stille Verdächtige, wir brechen ab und kommen zurück. Flucht erfolgreich. DDoS-Scan autorisiert. Starte jetzt die Suche nach Verdächtigen. Okay, was jetzt? Achso, jetzt muss ich auch noch die Flucht hier verharren. Nehmen wir uns gleich. Alle Einheiten, die US-Scan beendet. Die Position des Verdächtigen wird übermittelt. Was? Achso! Kacke! Alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Boah, what the fuck? Polizei, sofort stehen bleiben! Verpisst euch lieber! Kacke, Mann! Alter, das ist ja nicht mal Zukunftstechnik hier, ey. Fuck! Oh, den hab ich umgeschnitten. Alter Vater! Heilige Maria Josef! Fuck you! Okay, im Tunnel. Oh, Alter! Fuck! Uff! Herr Jemine! Alter Vater. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. 938 Charlie hier. Wir kommen jetzt wieder zurück zur Basis. Huiuiui, das war hart. Hacken können wir nix. Kampf. Was sind wir da? Steuerung waren in der Zeit zu verlangsamen Fokus. Okay. Ruhiger Arm. Verringern mit allen Waffen. Okay, das holen wir uns erstmal. So, und das war's. Oh Gott, noch erstmal. So, da vorne soll ich hin. So gut. Alter Vater, Belohnung 2000. Huiuiui. Das war schon echt hart. Nehmen wir uns gleich mal den Wagen. Als nächstes ran. Ja. Ich will einen Bankautomaten. Seht ihr jetzt gerade echt was? Ja, ich wollte gerade eigentlich Musik ausmachen. GEMA bla bla, wisst ihr. Wir sind hier Bankautomaten, ey. Wollt ihr mich verarschen? Wir müssen auch irgendwo Bankautomaten sein. Bankautomaten nirgendwo erkennen auf der Map. Ne, da fahren wir nicht durch. Oder? Fahren wir da vorsichtig durch. Aber wir fahren da vorsichtig durch. Die Kontroverse um Bürgermeister Rushmores Wiederwahl geht weiter. Insider behaupten, dass es seine Entscheidung war, das Infrastrukturprogramm zu installieren, auch bekannt als CTOS-Netzwerk, das seine Wahlkampagne vorantrieb.
Die Kritiker weisen auf die kürzlichen Störungen des Netzwerks hin, bei denen sich einige Brücken und Ampeln selbstständig machten. Für sie ist dies ein Beweis für die übereilten Entscheidungen des extravaganten Bürgermeisters. Okay. Naja, egal. Zoomen wir jetzt erstmal nicht weiter nach. Wir machen jetzt erstmal die nächste Hauptmission. Oh, das war nicht so gut. Wie kam da jetzt auf einmal die Ampel hin? Fick dich, Auto. Wie war das mit rechts vor links? Hat fast geklappt. So, da vorne nochmal links wieder. Kurz im Wagen. Und es sieht mir fast so aus, als ob ich jetzt zum Waffenladen gerade eiern muss. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Okay. Kaufen. Was kann ich für Sie tun? Wo sieht meine Kohle da oben? Okay, gucken wir erstmal hier. Granatwerfer, dafür haben wir definitiv nicht genug Geld. Boah, vollautomatische Feuerstoßmaschine. Ja, da hätte ich lieber die vollautomatische, wenn schon, denn schon. So, Pistolen, Scharfschützengewehre, wie sieht's da aus? Die sind zu teuer, Schrotflinten. Ja, ne, auf die habe ich so oder so keinen Bock. Sturmgewehre. Oh, da können wir uns auch weh. Vollautomatische Sturmgewehr. Wonach suchen Sie denn heute? Kann ich irgendwo auch die... Okay. Ne, dann nehmen wir uns lieber die 416. Kaufen. So. Vielen Dank. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Blum-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich können die Wachleute auf Aber wir sagten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Blum-Sprecherin Charlotte Gardner. Die neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie betrifft. Wer hinter dem Anruf steckt. Wenn ihr ihn nicht findet, seid ihr tot. So, okay, jetzt müssen wir uns anscheinend überlegen, wie wir hier am besten reinkommen. Alles sauber, suchen Sie da lang. Den Typen können wir nicht hacken. Alles sauber, ich gehe da lang. Nichts gefunden, ich sehe mal da drüben. Okay. Gucken wir mal uns hier ein bisschen um. Lol, what the fuck? Das war kackenknapp. Habe ich nicht ganz so gut drauf geachtet. Und die Kamera kaputt gemacht.
Da lang. Los, schnell! Unten bleiben, rüber an die Seite. Sucht euch Deckung. Du kannst uns nicht alle umlegen, gebaut. Zeit ist um, Arschloch. Hier lang. Ich bin sicher, da war was. Okay. Aua. Hey, du Arsch. Du hast dich mit verdammten Mitteln gelegt. Zugangsport, um den Server zu erreichen. Pack endlich ein. Los, ich decke euch. Ich treffe jetzt an. Gib doch einfach aus. Los, in Deckung. Ist ja wohl klar, wie das hier ausgehen wird. Genug gespielt. Pack endlich ein. Ja, zum Nachladen. Wir kriegen was ab! Los, ich decke euch! Unter Verschuss, helft mir! Dump. Ich weiß, du bist da irgendwo. Das Spiel ist aus! Du bist tot! Hörst du mich? Den Typen, an dem muss ich rankommen. Das ist nicht persönlich, das Hilfe! Lol. Alter Vater. Das haut schon echt rein. Mann am Boden. Das stand nicht in meinem Vertrag. Fuck. An den da muss ich ran, richtig? Da war er eben. Sieh nach. Hier. Geht in Deckung. Alles klar. Reiß dich zusammen. Er zum Nachladen. Serverraumzugang. Oh, lol. Okay. So. Sprengen will ich denn eigentlich nicht? Egal, machen wir einfach mal. Sprengstoff gehackt. Okay. Okay, anscheinend habe ich den Code zumindest schon mal. Elektronisches Schild. Schlossstelle erkannt. Aha. Das haben wir jetzt etwas lauter alles gemacht, als wir es eigentlich sollten. Okay, da können wir nicht hochrennen. Naja. Ist mir recht wumpe, wie ich das jetzt gemacht habe und wie ich es nicht gemacht habe. Ich glaube, da fahren wir mal einmal runter. Wieder hoch. Fahren wir den wieder hoch. Ah, jetzt können wir hier so ein bisschen mal reingucken. Hier sieht das aber eigentlich soweit alles ganz gut aus. Bewegen wir uns nochmal hier rüber. Okay. So, jetzt bloß die Frage, wie weit kommen wir mit dieser Kamera? Können wir da noch... Ich glaube, hier ist tatsächlich nichts mehr. Erstellung eines Einmal-Hacks. Okay. Ich glaube, ich habe hier einfach mal die komplette Bude gerade weggehauen. Ne, alles weg, okay.
Ach so. Dann geht's weiter. So. Und dann geht's wieder weiter. So, so. So und wieder weiter. Und dann können wir den Serverraum hier hacken. Lol. Das ist einfach so geil, Mann. Du hässliche Schlampe. Du bist ein elendes Miststück. Du hast mein Leben zerstört, du alte Schabracke. Und jetzt schlitz ich dir die Kehle auf und quetsch deinen Kopf ins Gewürzregal. Ja, okay. Ja, mein Hase. Mach dir keine Sorgen. Alles in Ordnung. Leg dich wieder hin. Okay? Okay, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Du blöde Fotze. Okay. So kann man natürlich mit seiner Freundin. Wie nehme ich schon wieder 26 Minuten auf? Das ist doch eine Privatwohnung. Sieht aus, als würde das CTOS die intimen Details der Bürger sammeln. Kein Wunder, dass DedSec das CTOS hasst. Okay. Alter Vater. Muss ich mich hier jetzt überall durchhacken? Ach, da oben muss ich hin. So what? Was? Okay. Ja, okay, das können wir jetzt auch noch hacken. Das ist das letzte vor dem. Gucken wir uns hier wirklich die komplette Story und Nebenstory an. Spanner. Hört sich stark danach an. What? Hilfe. Krank, Leute. Okay, jetzt entriegeln wir mal das Hauptsystem. Okay. Ich bin dran. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt schon? Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Netzwerk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Okay. Dann würde ich sagen, hauen wir hier erstmal ab. Geiler Wagen. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bringe zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sag dir, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Okay. Ich würde sagen, erstmal machen wir jetzt aber Aufnahmepause. Das war's wieder mit dem YouTube-Crawler. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.